Auf meiner Visitenkarte steht mein Name und meine Funktion, Christoph Markschies und Professor für ältere Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch eine Visitenkarte fürs Institut Kirche und Judentum und eine für die Berlin-Brandenburgische Akademie. Da steht aber glücklicherweise immer derselbe Name drauf. Wie mein Arbeits- und Ausbildungsalltag aussieht, kann man diese Woche ja auf Twitter nachlesen. Er beginnt viel zu früh mit einem Frühstück mit Kaffee und Müsli und viel Obst und er endet viel zu spät, in der Regel damit, dass ich noch auf dem Sofa sitze und etwas lese oder wenn ich sehr müde bin, noch irgendeinen sinnlosen Fernsehfilm schaue. Die Egbo ist meine kirchliche Heimat. Da lebe ich, da bin ich in einer Kirchengemeinde Mitglied, da predige ich, da halte ich Vorträge und für diese Kirche bilde ich Pfarrerinnen und Pfarrer aus und Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Meine Heimat. Die Egbo hat mit den sozialen Netzwerken gemeinsam, dass sie auch ein soziales Netzwerk ist. Viele Leute kommunizieren miteinander, viele unterschiedliche Menschen kommunizieren auf engere und nicht engere Weise. Und ich bin immer wieder überrascht, wie gut es die Egbo geschafft hat, in sozialen Netzwerken präsent zu werden. Was der Bischof macht, was das Ausbildungsreferat macht, was Studierendenvertretung macht, das kann man wie vieles andere auch in sozialen Netzwerken erfahren. Meine drei Tipps für Studierende sind morgens Zeitung lesen. Nicht nur Spiegel Online auf dem iPad lesen, sondern Zeitung lesen. Mein zweiter Tipp ist Bibel lesen. Evangelische Theologie, Kirche, überhaupt christliches Leben basiert auf der Bibel und dem lebendigen Wort Gottes, was einem aus der Bibel entgegentritt. Und das dritte ist auch was anderes machen als nur Theologie studieren. Mal in die Biologie gehen, mal bei den Chemikern hören, bei den Historikern hören. Also neugierig und bunt Theologie nicht nur bei Theologinnen und Theologen studieren.